Black Ops 4 lebt. Wirklich. Ich persönlich habe diese Spiele reanimiert, beziehungsweise das, ich komme jetzt gerade erst in den Grind. Die meisten Leute zocken so um Dezember rum oder Ende des Jahres, wenn es rauskommt, immer sehr krass, aber ich... Was ist denn das für eine Map? Lock up? Ganz komisches Szenario jetzt hier gerade. Ich zocke in der letzten Zeit wirklich sehr viel COD wieder, wollte ich eigentlich sagen, aber jetzt ist hier einfach eine neue Map, die ich noch gar nicht gespielt habe. Ich habe aber auch keine DLCs gekauft, müsst ihr wissen. Oh, 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 oh. Und jetzt alles einsammeln. Oh, damn. Big points over here. Die Map gefällt mir schon mal. Die Map ist echt nicht schlecht. Oh, damn. Feindlicher Thresher greift an. Was für ein Ding. Okay, Leute, das wird jetzt hier gerade ein bisschen zum Chaos, das Spiel. Eigentlich wollte ich auch direkt snipen, deswegen machen wir direkt hier die Empfindlichkeit hoch. Seit wann habe ich diese schöne Camo? Nein, also, auch wenn ich jetzt gerade so wirke, als würde ich das Spiel zum ersten Mal spielen. Also, so wirkt es wirklich gerade. Schütze, feindliches Blitzschlagradar entdeckt. Ich zocke in der letzten Zeit wirklich sehr, sehr viel COD und deswegen habe ich gedacht, warum mache ich denn nicht auch mehr Videos? Nee, also im Ernst, warum mache ich eigentlich nicht mehr Streams oder Videos? Ihr fragt mich jetzt sicherlich alle, okay, wir wissen alle, UX Charlie spielt sehr gern Call of Duty, beziehungsweise das ist das Einzige, was er überhaupt spielt. Auch wenn man es ihm nicht zwingend immer anmerkt, aber warum spiele ich jetzt gerade eigentlich so viel? Ich... Es klingt ridiculous. Ich... trainiere gerade. Ja, ich trainiere gerade mit einem... mit einem Team. Für ein Turnier. Und mir macht das irgendwie so unglaublich Spaß, irgendwie mit den Leuten so zu zocken und zu grinden. I don't know. Ich habe letztens auch einfach mal so Liga gestreamt auf twitch.tv/zcharlesen. Aber irgendwie belastet es mich irgendwie auch die ganze Zeit COD zu spielen. Denn ihr wisst alle, ich bin jetzt nicht der beste Spieler. Okay, okay, wem erzähle ich das? Übrigens, kein E-Sport-Turnier. Kein richtiges E-Sport-Turnier, keine Sorge. Ihr hättet jetzt wahrscheinlich gedacht, ich werde wirklich E-Sportler, ne? UX Gaming-Trikot und so. Aber nein, es ist einfach nur ein YouTuber-Turnier, könnte man sagen. Um welches es sich da wirklich handelt, weiß man noch nicht. Und es belastet mich wirklich psychisch, immer unten im Scoreboard zu sein. Ich meine, normalerweise nehme ich meine COD-Skills wirklich nicht ernst. Ich habe einfach Spaß am Spiel und wenn ich mal was reiße, dann ist es halt cool. Und wenn es mal irgendwie schlecht läuft oder so, dann ist es halt, ja, ist halt nur ein Game, denke ich mir, ne? Aber wenn ich jetzt so leicht competitive-mäßig spiele und dann ganz unten im Scoreboard bin, Leute, es macht mich fertig. Deswegen beginne ich jetzt hier die glorreiche Serie Road Tu nicht mehr unten im Scoreboard. Nee, nee, also es wird eigentlich keine Serie. Schütze in Bewegung. Wobei. Ich glaube, ich bin mittlerweile fast ein größerer COD-Ultra als wirklich John Rage. Ich sauge wirklich alles auf, um mich in irgendeiner Form überhaupt irgendwie verbessern zu können. Also ich gucke die CBL, ich gucke SND-Sports-Videos, ich gucke wirklich alles. Ja, alles, was um Call of Duty und halbwegs competitive ist, ich saug's komplett auf. Ich grinde ein bisschen Liga, guck mir an, was ich falsch mache. Alter, ich bin on fire. Und wir sind im letzten Platz im Scoreboard schon etwas... näher gekommen, weiter weg. Ihr wisst, wie ich meine. Ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was so Stand der Dinge ist. Beantwortet mir jetzt mal die Frage, ob ihr gerade aktuell Black Ops 4 aktiv spielt oder eher nicht. Denn ich weiß nicht, natürlich hat das Spiel auch seine Macken, aber so ist es halt bei jedem anderen Call of Duty auch mal gewesen. Und es gab auch immer Kritiker, die... Kritiker, die das Spiel dafür dann auch abgehatet haben, beziehungsweise gesagt haben, oh, das ist das schlechteste Call of Duty überhaupt. Aber I don't know, ich habe einfach Spaß dran, Mann. Ich habe auch keine hohen Ansprüche. Eins. Zwei. Nasty. Da war es dann auch. So, ich trainiere jetzt also in Black Ops 4 besser zu werden und ihr könnt mir dabei hoffentlich wöchentlich zusehen, sei es in einem Stream oder in einem Video. Hoffentlich zumindest wöchentlich, Leute, wirklich. Deswegen gehe ich heute mit euch zusammen auf die UXX Game X Sniping Challenge. Und ihr könnt es auch machen. Wie, was ist denn das jetzt hier schon wieder für eine neue Map? Habe ich irgendwas verpasst? Ich habe doch hier nichts gekauft oder so. Ich habe doch keinen Battle Pass. Nun gut, was kann man denn überhaupt bei der UXX Game X Sniping Challenge gewinnen? Du da draußen kannst 150 € gewinnen, indem du einfach nur Black Ops 4 spielst. Na gut, da scheidet es wahrscheinlich bei den meisten. Sobald ihr die Black Ops 4 CD aus einem Schrank geholt habt und entstaubt habt, packt ihr sie in eure PlayStation 4, wählt eine Sniper-Klasse aus, packt euch den Clan-Tag X rein, ein kleines X oder ein großes X, ist egal. Einfach nur ein X. Wisst ihr, wegen UX und X... GameX, also... Und dann erspielt ihr einen krassen Sniper-Clip, recordet das entweder mit einem Aufnahmegerät oder halt einfach mit PlayStation Share oder wie die Kacke heißt. Ihr könnt auch auf Xbox One spielen oder auf PC oder Wii, was weiß ich. Call of Duty Go, alles geht, aber es muss halt Black Ops 4 sein. So, er spielt den krassen Sniper-Clip, sei es ein Feed oder Trickshot, ist von komplett scheißegal, es muss einfach gut aussehen, okay? Und dann sendet ihr den unter dem Formular, was ich euch in die Videobeschreibung packe, einfach ein. Ich verlinke euch außerdem noch so ein Video, wo nochmal alles bereit und groß erklärt wird, wer was gewinnt und so, worauf geachtet wird, etc. Einfach mal auch in die Videobeschreibung, ja? Am besten, sobald ihr einen Clip erspielt habt, könnt ihr den auch direkt einsenden. Es geht nämlich nicht darum,
darum, wer zuletzt den krassesten Clip oder sowas einsendet, sondern so alle Clips, die ihr habt, sendet ihr einfach ein. Denn die UX Sniping Boys reagieren jede Woche auf die besten Clips, die eingesendet wurden. Also, sobald ihr einen Clip habt, einfach einsenden. Ich meine, ihr könnt 150 Euro damit gewinnen, indem ihr auf irgendwelche Pixel schießt. So, und unser Partner GameX stellt halt eben 150 Euro zur Verfügung für den Gewinner, beziehungsweise für die besten drei Gewinnerclips. Beziehungsweise das Geld wird auch unter den besten drei Gewinnertipps aufgeteilt. Alles in dem Video, in der Videobeschreibung erklärt. Shit. GameX steht übrigens für... ich weiß es nicht mehr. GameX... Bedeutung. Hier steht es jetzt auch nicht mehr erklärt auf der Website, aber... Aber ich glaube irgendwas mit Gaming oder Gameplay, Aiming, Experience oder so. Ich benutze auch schon seit geraumer Zeit die Razix von GameX. Das sind so eine, das ist so ein Adapteraufsatz praktisch, den packt ihr euch einfach auf den Controller drauf und habt ihr halt eine höhere... Habt ihr halt eine höhere Hebelwirkung. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, okay, einen Aiming-Tipp von UX Charlie habe ich jetzt auch noch nicht in meinem Leben bekommen. Aber Floyd zum Beispiel, der ist krass im Snipen und schwört auf die Dinger auch und hat damit sogar schon eine ganze fucking LAN gewonnen. Seine allererste LAN übrigens. Und der hat da gesniped. Also Leute, ich laber keine Scheiße. Also, tue ich schon manchmal, aber nicht in dem Fall. GameX hat noch sehr viel mehr Produkte zum besser Aim und auch zum Snipen und alles. Also schaut da unbedingt mal in der Videobeschreibung vorbei. Nochmal bitte ganz kurz, ihr könnt 150 Euro gewinnen, indem ihr einfach nur sniped und ein X im Clan deckt habt. Ich wünschte wirklich, ich wäre gut. Hier wenden wir natürlich auch wieder meinen zweiten Tipp für Snipen in Black Ops 4 an. Einfach nicht nachdenken, das ist das Beste, wirklich. Das mache ich so oft auch im Alltag. So Leute, jetzt ganz dramatisch. Ein Trickshot. Leute, habt ihr gedacht? Ey, was hast du gedacht? Bringst deine Sniper zu einer Clan-Challenge mit? Cut. Die Challenge geht übrigens noch ein paar Wochen, deswegen habt ihr auch noch genug Zeit, da Sachen einzusenden. Kann mir jemand erzählen, warum ich jetzt hier bei dieser Klasse die Mozu habe und bei der anderen gerade nicht? Black Ops 4 lebt trotzdem, Leute. Black Ops 4 lebt trotzdem. Feindbewegung. Ho, den sende ich ein. Und so ein Mindset solltet ihr auch haben, Leute. Einfach alles einsenden, was wirklich... Also nicht alles einsenden, aber wenn ihr einen guten Clip habt, sendet ihn wirklich direkt ein. Wie gesagt, die Sniping-Jungs reagieren darauf, nicht die Competitive-Dudes wie ich jetzt. Wer spielt bitte so eine gottlose Waffe wie die Hades? Nur gottesfürchtige Menschen spielen Sniper und gehen auf die UXX GameX Challenge. Schwer auszusprechen, aber nicht schwer zu gewinnen. Also, wenn ihr gut seid. Jetzt wird's heiß. Boah, Leute, nicht verbrennen. Ja, Leute, mal gewinnt man mal. Ihr wisst schon. Aber das ist auch das richtige Stichwort. Selbst wenn ihr die Sniping-Challenge nicht gewinnt und ohne Geld nach Hause geht, könnt ihr trotzdem noch Ruhm und Ehre dazu bekommen. Im Gegensatz zu mir. Denn wie gesagt, die besten Clips werden immer jede Woche gezeigt. Und am Ende gibt es eine große Community-Montage editiert. Von einem LAN-Gewinner. Ja, okay, von Floyd. Aber selbst falls er nicht gewinnt, haben wir eben trotzdem einen Trostpreis und ihr seid wahrscheinlich bei der Community-Montage mit dabei. Also euer Clip wird wahrscheinlich von Floyd 500 Mal in Sol de Vegas hintereinander angeschaut, wenn das nicht ist. Denn wenn die Challenge bei der Community gut ankommt, wird es wahrscheinlich auch wieder eine zweite geben. Vielleicht dann mit mehr Preisgeld oder genauso viel. Also wirklich, Leute, grindet da drauf und der Community wird es besser gehen. Das machen wir mal ganz kurz ernst hier. Black Ops 4 macht doch Spaß, Leute. Nicht vergessen, Leute, MW2 ist schlechter, weil da gab's Noobtuber. Ganz ehrlich, Leute, mir ist das auch irgendwie zu einfach jetzt gerade hier, die Challenge. Deswegen ziehe ich jetzt einfach jedes Merch-Teil, was ich von UX Gaming hier zu Hause hab, an. Und zocke damit. Jetzt wird's heiß. Falls ihr euch auch so viel Merch kaufen wollt, xos.de/ux-gaming. Numero uno, Standard UX Gaming Jersey. Numero dos, Special Edition UX Gaming Jersey. Vom letzten Jahr. Numero quadro. Numero tres. Erster Entwurf vom We Won't Stop T-Shirt. So, hier, Quadro. UX Charlie, bist du fett geworden. UX Gaming Collective Symbol. Und zum Schluss die We Won't Stop Jacke. Huh. Ich hab die spanische Zahl dafür vergessen. Fängt gut an. Jetzt wird's ernst. Also übrigens, mit deinen Clips meine ich jetzt nicht sowas wie Turn-Ons oder so, sondern es sollten denn schon so Quad-Feeds oder so eine Scheiße sein. Ey, komm, jetzt hört doch mal auf mit diesem weirden LMG da zu spielen. Das sieht doch auch kacke aus. Das macht doch, kann doch keinen Spaß machen. Feind gesichtet. Sprengstoff-Spezialist eliminiert. Oho, ja. Jetzt hat's UX Charlie drauf. Jetzt bin ich drauf. Ich wurde schon so richtig nervös, nachdem ich den ersten gehittet hatte. Ich musste einfach confident sein, Leute. Ich musste einfach denken, okay, ich treffe da jetzt. Ich habe echt gar keinen Plan. Was soll denn überhaupt dieser Raum hier gerade in der Map? Also man kann tatsächlich gar nicht mal so gut atmen, wenn man 5 Oberteile gleichzeitig anhat. Allerdings simulierst du dadurch ja praktisch eigentlich auch nur Sniper zu sein. Denn ihr wisst ja alle... Battery gesichtet. Position wurde verlegt. Das wäre fast einer geworden. Gäbe es keinen LMG-Spieler. Wir gewinnen hier. Ihr werdet wahrscheinlich auch schon mal in meinem letzten Video gesehen haben, dass ich mittlerweile auch mal mit meinem Bart beim Barbier war. Denn das war das erste Mal, dass ich hier so ein bisschen
clean war. Ja? Also ich habe eine richtige Form jetzt im Bart. Also ich habe das vorher sonst immer, seit ich den Bart hatte, immer so selbst gemacht. Also ich habe mir natürlich ein paar Tipps geholt bei meinem Kollegen Avirano. Der Junge ist sowas wie mein Sohn, müsst ihr wissen. Und ja, wie gesagt, ich hatte das erstmal so einen richtigen clean Cut, kann man sagen. Ja? Und das ist jetzt allerdings schon 2 Wochen her. Also habe ich heute versucht, mal das selbst wieder zu machen. Also eigentlich wollte ich wieder nur die Konturen machen und halt wieder den Bart etwas kürzer, sag ich mal. Ja, wie gesagt, es hat dann alles ganz gut geklappt mit dem Bartrasieren und so. Und dann habe ich eine einzige Stelle gesehen, die noch so ein bisschen übersteht. Dann habe ich gedacht, okay, dann rasiere ich da mal ohne den Aufsatz, sondern einfach nur so ganz knapp so. Ja. Ja, das Loch in meinem Bart ist größer als mein YouTube-Wachstum. Moment. Fuck. Ich bin faded schon um 12, Bruder, das ist meine Welt. Und ja, wenn's dir nicht gefällt, dann verpiss dich und geh weg, Bro, denn das ist meine Welt. Denn das ist meine Welt.